Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Assassin's Creed Lounge. Thema heute, meine Top 5 Montagen. Es gelten leicht geänderte Kriterien gegenüber den anderen AC Lounge Videos. Die könnt ihr der Beschreibung unterhalb des Videos entnehmen. Ich habe meine Kandidaten diesmal bewertet nach dem Entertainment-Faktor. Dieser setzt sich zusammen aus dem Zusammenspiel von Musik, zusammengestellten Clips und das entsprechende Editing. Und die drei Punkte zusammen ergeben diesen Entertainment-Wert. Ich bin ein Freund von weniger ist mehr, aber wenn schon viel Editing, dann muss es bombastisch sein. Und ich denke, meine Top 5 haben mich mit ihren Videos so gefesselt, weil sie halt so bombastisch sind, sage ich mal. Und ich möchte euch gerne präsentieren. Was ist eine Montage oder was sollte eine Montage beinhalten? Da hat sich der liebe Kollege Blue Suncatcher mal Gedanken gemacht, hat es entsprechend formuliert. Ich denke, wir hören mal kurz rein und danach geht's los mit meinem Platz 5. Es sollte so langsam losgehen, sollte dann so ein bisschen schneller werden. Und dann kann es richtig Clip, 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 Refrain, bam, 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 alles rundherum, große Musik, du haust ein Skill nach dem nächsten raus. Dann kommt wieder so eine ruhige Szene, wo man dann so ein bisschen mit Zeitlupe arbeiten kann. Da kann man sich dann wieder auslassen, soweit man das denn Sony Vegas technisch beherrscht. Und dann kommt wieder am Ende und nochmal so ein richtig fetter BAM am Ende, wo jeder Zuschauer sagt, geil, ich muss die Scheiße leiden. Auf Platz 5 habe ich gewählt Team Pullback. Sie spielen auf der Plattform PlayStation, dort den Multiplayer AC4 und ihnen habe ich den Entertainment-Wert 3 Sterne gegeben. Sie machen zwar keine Montagen im klassischen Sinne, aber ihre editierten Gameplays ähneln doch sehr stark einer Montage. Sie stecken sehr, sehr viel Zeit in ihre Gameplays rein. Sie spielen die Gameplays nach mit Schimmer, um entsprechend andere Ansichten von Kills zu bekommen etc. Die Arbeit, die dahinter steckt, ist immens. Und das, was sie gemacht haben, das war neu zu dem Zeitpunkt. Es hat viele beeindruckt, mich auch ganz, ganz stark. Ich habe sie in meinen Top 5 gewählt, weil sie halt in diesen Gameplays irgendwas Neues gemacht haben, neue Akzente gesetzt haben. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich das sehe, dass ich nicht selber drauf gekommen bin auf sowas. Aber egal, wie gesagt, die mussten unbedingt rein in mein Top 5 und tja, herzlichen Glückwunsch und dann kommen wir zu Platz 4. Auf Platz 4 habe ich gewählt Diablo Azazel. Er spielt auf der Plattform Xbox, PlayStation, PC, spielt dort alle Multiplayer und ihnen habe ich den Entertainment-Wert 3,5 Sterne gegeben. Ich habe ihm nur 3,5 Sterne gegeben, weil für diese Top 5 entsprechend das Editing ja ein bisschen mehr sein sollte. Und bei seinen Videos schwankt das immer so ein bisschen, wie ich finde. Mal mehr, mal weniger Editing. Aber was ich gut finde bei ihm, ist seine Musik. Die ist super ausgewählt. Seine Szenen oder seine Clips, die er zusammenschneidet, die passen immer schön rein in die ganze Montage sozusagen. Und ja, für mich Platz 4, Diablo Azazel. Kommen wir nun zu einem geteilten Platz 3. Auf Platz 3 habe ich gewählt Awesome Assassin. Er spielt auf der Plattform PC, spielt dort entsprechend alle Multiplayer und ihnen habe ich Entertainment-Wert 4 Sterne gegeben. Er macht richtig geile Montagen, seine Musik, seine Clips, rund um ein Thema gestrickt sozusagen, das Editing, was darauf liegt, ist richtig toll. Ich habe ihn ein bisschen drunter gewertet, ich hätte ihn vielleicht einen Platz höher genommen, aber was mir nicht so gefallen hat oder nicht so gefällt, ist, dass bei Assassin's Creed Montagen Bilder oder Szenen aus dem Real Life reingeschnitten sind, ja, so fahrende Bus, weiß ich noch, oder demonstrierende Menschen und sowas. Das gefällt mir nicht bei Montagen von Assassin's Creed. Passt vielleicht zum Thema oder zur Musik, aber hat nichts zu suchen in AC-Videos. Von da habe ich ihn ein bisschen abgestuft. Er teilt sich Platz 3 mit Deadly the First. Der spielt auf der Plattform Xbox, spielt entsprechend dort auch alle Multiplayer und ihm habe ich Entertainment-Wert 4 Sterne gegeben. Er ist besser bekannt als Deadly Assassin hier auf YouTube. Er hat aber jetzt seine neuere Montage, was er gemacht hat, zum Beispiel für den CIA-Clan auf der Xbox, den Channel-Teaser, Ankündigungen für Turniere und sowas macht er für den CIA-Clan. Und das hat er richtig geil gemacht. Die Musik war immer schön gesetzt, die Szenen waren gut ausgewählt, die Einblendung von Schriften und irgendwelche Stimmen, was da drin war, auch alles, fand ich richtig geil gemacht. Was ich auch in Erinnerung habe auf jeden Fall, ist dieses Ankündigung für die eine Montage Armageddon. Fand ich auch richtig geil gemacht. Und wie gesagt, ich muss hier einfach Platz 3 wählen, weil mein persönlicher Platz 3 der Deadly the First. Auf Platz 2 habe ich gewählt Fury Addict.
Er spielt auf der Plattform Xbox und PlayStation, spielt dort entsprechend auch alle Multiplayer und ihm habe ich Entertainment-Wert 4,5 Stunden gegeben. Seine Montagen haben mich wirklich gefesselt. Ich habe, oder sagen wir mal so, von 5000 Views habe ich bestimmt 2000 Mal geguckt, diese Videos, um mal so zu sagen. Es waren richtig geile Montagen dabei, die Musik war mehr geil, das Editing war richtig geil gesetzt. Geile Szenen hat er gemacht, er hat auch entsprechende Dual-Tagen gemacht und ich musste ihn unbedingt in meiner Top 5 haben, auch wenn er jetzt nicht mehr so aktiv ist. Ich hoffe, er kommt doch wieder, weil spielen tut er mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr. Und ja, ich hoffe, passiert noch was. Mein Platz 2, Fury Addict. Kommen wir nun zum Platz an der Sonne. Auf Platz 1 habe ich gewählt Saigo Lin Khan. Sie spielt auf der Plattform PC, spielt dort entsprechend auch alle Multiplayer und ihr habe ich den Entertainment-Wert 5 Sterne gegeben. Was soll ich mehr sagen als 5 Sterne? Ja? Ihre Montagen sind absolute Hammer. Sie übertreffen andere Montagen momentan bei mir um ein kleines Stückchen. Ja, ich will nicht sagen Längen, weil es gibt wirklich gute Montagen, auch von anderen Leuten. Aber was sie macht, ist richtig geil. Community-Montagen, was sie macht, ich finde es einfach nur Hammer. Ja? Wer sie nicht kennt, der kennt AC nicht, der kennt keine Montagen, der kennt gar nichts. Der muss sich dringend mal drum kümmern. Und ja, mein Platz 1 ist auf jeden Fall Psycho Lin Khan. Das soll es wohl gewesen sein von Assassin's Creed Launch und dem Thema Montagen. Was ich auf jeden Fall noch sagen möchte ist, dass es noch viele, viele, viele weitere gute Ersteller von Montagen gibt, die man auf jeden Fall sehen muss, sollte, wie auch immer. Sie haben es leider nicht ganz geschafft in meiner Rangliste. Grund sind natürlich so persönliche Geschmäcker und Animositäten, was alles so reinfließt in so eine persönliche Meinung entsprechend. Wie gesagt, es ist eine persönliche Meinung, die hier so reinfließt. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nein, Daumen runter. Schreibt in die Kommentare rein, wieso, weshalb, warum. Und beim nächsten Mal hoffe ich dann wieder mit einem kleinen Gastkommentator. Was es denn sein wird, werden wir dann sehen. Und ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.